Mit Call of Antia geht's weiter, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ein bisschen Stein und auch Erfahrung habe ich gesammelt, Helden-EXP. Warum ich aufnehme, ist tatsächlich, dass wir dieses Event noch nutzen möchten. Dieses Beschwörungs-Event, wo wir... War das das? Will ich das wirklich machen? Ja, ist egal, wa? Garantierte 4 Sterne ab der ersten Beschwörung X10 und hier garantierte 4 Sterne ab der ersten. Ja, das ist ja günstiger, als eine Anfängerbeschwörung ist. Und die gilt dann nur für ein paar Tage, nachdem man angefangen hat. Und wir haben halt die Möglichkeit, einige Units zu bekommen, auch 5 Sterne. Na, deswegen wollen wir das jetzt mal nutzen. Ansonsten 4 Sterne nämlich auch. Legendäre Helden mit 5 Sternen wäre natürlich schön. 2% hat leider nur. Wir haben nur 5, mir wurde aber gesagt, der Rest wird mit Juwelen aufgefüllt, genau. 594 Juwele, 2075 haben wir. Können wir also aufrüsten. Echt, 3 Stück kosten. Also 199 pro Stück, ja, 198 wahrscheinlich. Ja. Na los, let's go. Beschwören wir ein paar Helden und hoffen, wir kriegen einen Fünfer. Puh, Fänger haben wir bekommen. Ah. Ah, das tut weh. Ah, das tut weh. Das kann ja nur schlimmer werden. Nice. Noch ein Fünfer? Ah, Silvia leider, aber ist okay. Aha. Ah, ist okay. Können wir mitnehmen. Haben wir 3 neue bekommen, 3 gute. Noch ein paar mehr als 3 neue. Hm, nice. Wir können theoretisch noch einmal beschwimmen für 1504. Ah, habe ich gar nicht. Das sollten wir also heute noch machen, denke ich mal. Was bringt mir denn die Freiheitsbeschwörung? Das sind andere Charaktere, ne? Die wir sonst nicht kriegen konnten, glaube ich. Ja, ist das putzig? Das ist eine Puppe, hä? Das ist eine... Oh, das ist ein Marionettenspieler. Oh mein Gott, den will ich haben. Mann, hier gibt es so viele coole Helden. Meine Güte. Okay, dann lass uns gleich... lass uns gleich mal gucken. Psst, ja, die ganzen Dinger. Der Malfort, was hat der für einen Skill? Das ist halt leider keine Heilung, ne? Also wir haben halt ein Schild, das ist allerdings keine Heilung. Fügt einem Feind 30% schützt sich selbst für 10% Maxi-P für 3 Runden, wenn alle 15 Naya-Steine kombiniert wurden. Also ich werde ihn auf jeden Fall trotzdem reinnehmen müssen, ne, ist klar. Ein Fünfer hält, das ist super wichtig. Aber Elisa ist halt eine Heilerin gewesen, ne? Das wäre schon eigentlich nicht verkehrt gewesen. Ah, das ist hart. Warum kriege ich sowas? Ich will das nicht. Warum habe ich jetzt keinen roten Helden bekommen? Rot habe ich gar nicht bekommen, Mann. Nur so eine Scheiße, ey. Hier, Pufeng habe ich natürlich auch nochmal bekommen. Hat der eine Healung? Ah, der hätte einen Heal, aber Malfort, das hat auch nicht verkehrt. Ist halt ein Fünferheld, ne? Ja, wir sollten ihn schon nehmen, denke ich. Ich glaube, es ist schon ziemlich wichtig, den mitzunehmen. Ah, okay, da fehlt noch einiges. Ah, das ist schwierig, ne? Muss man mal dazu sagen. Wie viel Schaden? Was hat die? 1896? 1613. Und wir haben, was haben wir noch bekommen? Silvia haben wir noch bekommen. Fügt einen Feind einmal 85% Schaden zu, verringert die Geschwindigkeit der Feinde um 1 und eine Runde erzeugt 3 Runden lang ein Frostfeld. Fügt am Ende jeder Runde 25% Schaden an alle Feinde zu und hat die Chance 15% Frost zuzufügen. Frost reduziert den Mana-Ion. Oh, das ist aber auch nicht verkehrt. Tatsächlich, wenn wir die jetzt austauschen. Na, hier haben wir halt Schaden und hier haben wir halt, ja. Auch Schaden, allerdings nicht so viel auf eine einzelne Person. Oh, hier brauchen wir noch was. 2,5, müssen wir mal ganz kurz farmen. Ja, let's go, machen wir einen Autosieg. Dann müssen wir das jetzt kurz nicht mitnehmen. So.
Ja, ist gut. Nehmen wir mit auf jeden Fall. Eine 4-Sterne-Heldin. Okay, das dauert noch ein bisschen. Das werde ich aber auch farmen. Sie hat 1333, 1742. So. Zurzeit nur noch 1484. Und dann können wir sie damit ausrüsten. Kann sie gar nicht. Sie kann leider nur eine Schattenkugel nehmen. Den Bogen muss dann jemand anderes nehmen. My father was the Count of Hunt. My potions heal body. My child is still alive. My rocks of wrath will crush anyone's rage. Schwierig. An sich finde ich ihn natürlich besser. Drei Runden. Müssen wir mitnehmen, Mann. Lässt sich nichts vermeiden. Wir müssen ihn natürlich noch stärker machen, ist logisch. Dann wird er auch noch besser. Dann lass uns gleich mal gucken, ob wir den überhaupt weiterkommen hiermit. Bei 6-4. Die werde ich gleich mal austauschen. Ah. Au. 10, 9, 8, 3, 4. Hatte ich gerade irgendwas mit 11, ne? Irgendetwas mit 11. Na, lass uns mal reinschauen. Ansonsten muss dann halt wirklich mal, oder ich muss dann sowieso die Items farmen. Ich wollte es auf jeden Fall aber noch mitnehmen. Aus dem Grund, dass wir natürlich dieses Event, dieses Zieh-Event mitnehmen wollten, ne? Schützt sich selbst, wenn Nahestand kombiniert werden. Verteidigung plus 30. Haben die alle eine Verteidigung? Schild plus... Achso, das sind die Schilde, die sie einfach mal grundsätzlich kriegen. Was ist das laut, Alter? Voll laut. Da-da-dum. So, okay, mal den da, damit ich mich auf links fokussieren kann. Danke. Ah, ich hätte das anders machen können. Egal. Kaboom. 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 Jo. Kaboom. Macht er nix. Und jemand greift die ständig an. Ich weiß nicht genau wer. Ich glaube, das ist Malfort, ne? Ah ja, 300% den Schaden zu. Okay, let's go. Ah, ne, will ich den Skill noch nicht nutzen, ne? Lass mal den Skill noch. Kaboom! Holy shit, hat das viel ausgelöst. Okay, finde ich schon besser. Er ist gerade auf Stufe 30, ne? Letzte Wave. Jetzt haben wir alle Skills, ne? Kampfschrei, Kurugo, 3300 Leben. So, erstmal den darauf. Piu! Und den da. Ashes to Ashes, Dust to Dust. Holy shit. Machen wir den da noch. Und die sind halt geschützt für ein bisschen, naja. Müssen wir mal gucken. Ich hätte schon ganz gerne einen Heal tatsächlich, aber den Fünfer will ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Ne? Muss man schon mal dazu sagen. Waren ziemlich stark. Waren ziemlich stark. Er muss halt höher werden, ne? Der braucht halt ein deutlich höheres Level. 30 ist halt noch nichts, ne? Und auch sein Item finde ich jetzt nicht so schön. Ah, das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Dass wir vor allem dieses eine Item nicht nutzen können, das Vierer-Item, was wir da haben. War es ein Vierer-Item? Ich weiß gar nicht genau. Wir sollten auf jeden Fall überall alle aufstufen. So. Einfach ein paar Stats dazu, ne? Schon nicht verkehrt. So, was haben wir noch? Wir haben... Ja, vielleicht kriegen wir das noch. Schauen wir mal.
Dann lass uns mal die Mission erledigen. Beschwöre 20 Helden. Erhalte 20 Helden. 1300 Arena-Trophäen. Rüsterschloss auf Level 7 auf haben wir erledigt. 16 Heldenquests abschließen und 5 Schatzquests abschließen haben wir auch erledigt. Dann haben wir im Kampf fast noch ein bisschen was. Erstmal können wir uns die Dinger hier mitnehmen. Und dann haben wir hier noch Verbraucher 100 Energie haben wir erledigt. Und Season beschwöre 15 Helden, 20 Helden, 25 Helden, 18 Heldenquests erledigen, 40 Helden in der Arena killen. Und damit haben wir schon Level 9 erreicht. Können uns damit noch schon 5000 Gold mitnehmen. 5000 Elixier. Und sonst erstmal nichts. Events ist noch was. Und zwar unser Thunder am Anmarsch. Let's go. Was haben wir hier? 100.000 Steine aus dem Steinbruch sammeln. Können wir erstmal die Dinger hier mitnehmen. 8 Heldenquests abschließen. Das war's dann auch erstmal tatsächlich. Was wir machen können, ist auf jeden Fall unseren Drachen noch aufrüsten. Ne? Wir können nämlich füttern mit ein bisschen Fleisch. Und dann wird der Skill noch ein bisschen stärker. Ah, ich habe leider, davor nicht mehr Fähigkeit freigeschaltet. Jetzt brauchen wir allerdings auch Drachensplitter und einen Drachenkristall. Kann man sich aber alles in den Shops kaufen. Für Ingame-Währung. Beschwörung für Belohnung haben wir auch noch. Beschwöre 2 Sterne hellen 10-mal, kriegen wir 20.000. Beschwöre 3 Sterne hellen auch 10-mal, kriegen wir 40.000. Und beschwöre 4 Sterne hellen 3-mal, kriegen wir 50.000. Und beschwöre 5 Sterne hellen 1-mal, kriegen wir... Was haben wir hier? In Sammlerlust. Okay. Ah, dann wäre das auf jeden Fall sehr verlockend, dann nochmal einen 10er reinzuballern, oder? Also ein 10er Beschwörung. Ja, gerade die Anfängerbeschwörung hier, ne, die können wir halt insgesamt nur zweimal nutzen. Deswegen sollten wir sie auf jeden Fall wahrscheinlich nutzen, oder? Ich denke schon. Wer ist das hier? Alia. Oh, das wäre gut. Das wäre so gut. Die will ich haben. Kriege ich die bitte? Kann ich mir die aussuchen? So, wir kaufen die 1584. Let's go. Hau mal rein. Das können wir mit den Gems nämlich machen. Bitte gib mir sie! Oh, ist doch nicht dein Ernst, Alter! Ah, was soll das? Gib mir doch den anderen Fünfer! Ah, ist das bitter. Na gut, Roland habe ich auch noch bekommen. Sehr schön. Mr. Carrots, Seng Lu, Actua, Hoki. Die klingen nach, sieht aus einer Heilerin aus. Ach, schade. Mann, warum krieg ich den denn nochmal? Was soll denn das? Aber wir haben Roland bekommen. Fügt einen Feind für 537 und stellt TP um. Fügt Feinde zufällig für 5 Treffer insgesamt. Okay, das ist natürlich komisch. Ach, das ist bedauerlich. Aber wir haben noch 10 davon, ne? Guck mal her, ja, dickliche Beschwörung. Die sind scheinbar nicht so gut. Die haben zwar maximal 4er, die haben keine 5er Helden. Okay, dann let's go, beschwören wir da auch noch welche. Haben wir dann 30 Beschwörungen abgeschlossen. Auf jeden Fall ziemlich viele neue Helden. Ja. Neue 4er Helden wäre ganz cool. Miriam, oh, okay. Können auch eine Heilerin aussehen. Dann werden wir sie auf jeden Fall mitnehmen. Miriam, Boron, ihr seht aber, konvertiert bedeutet, ich habe den Helden schon gehabt. Tic-Tac ist neu. Shadow hatten wir schon. Huki hatten wir schon. Floki hatten wir schon. Luca auch. Und Khan ist neu. Ach, schade. Ja, nee, haben wir leider die andere schon. Mission haben wir noch erledigt. Beschwöre 30 Helden und erhalte 30. Beschwöre 40 Helden und erhalte 30 Helden. Und dann haben wir noch die Events erledigt. 50.000 für 6 4-Sterne-Helden beschwören. Und leider habe ich das jetzt nicht bekommen, weil ich Melfort nochmal bekommen habe. Seriously. Das ist echt bedauerlich. Das ist echt schade. Das war so wasted. Da können wir da nix. Aber wir können gucken.
Das wäre nee, Miriam hatte keine Heilung, ne? Ich wollte die Alia, wollte ich eigentlich haben, als Heilerin. Schade, und wie gesagt, Roland vielleicht? Statt... Wobei, Gwenda finde ich nicht verkehrt. Regelmäßig einer mit Schwertbogen und Dolch. Aktuelle Waffe Schwert. Raff ich halt irgendwie nicht so, wie er was anderes kriegen kann. Was ist, wenn ich jetzt einen Bogen gebe? Dann hat er einen Bogen, oder wie? Ach, du warst verschwert immer noch. Dann verstehe ich es nicht. Whatever. Gut. Das heißt, das hat mir leider nichts gebracht. Wir haben leider weiterhin keine Healerin. Wir haben nur Melford, den wir allerdings erwecken können. Ja, wir haben nämlich einen Shard bekommen. Und damit können wir sagen, okay. Wenn ein tödlicher Angriff erlitten wird, schirmt sich selbst für 5% Max-TP ab. Dieses geht einmal pro Kampf. Das heißt, wenn er getötet werden sollte, wird halt dieser Skill aktiviert. So. Ich glaube, das muss ich einfach draufdrücken, oder? Erwecken. So, das haben wir erledigt. Beim nächsten Mal wird Totengeflüster 1 freigeschaltet. Dann das hier, dann das hier, dann das hier. Finde ich auch nicht verkehrt. Ist jetzt nicht schlecht, dass wir es einmal bekommen haben. Ist okay. Das heißt, wenn er sterben sollte, stirbt er halt tatsächlich noch nicht. Und ich glaube, er wird auch gar nicht so einfach sterben. Aber mich ärgert trotzdem, dass wir da den doppelt bekommen haben. Ich hätte gerne einen anderen genommen. Aber kann man nichts gegen machen, ne? Und was leuchtet hier noch? Die ganzen neuen Hände, die ich wahrscheinlich bekommen habe. Ja. Lass uns noch... Ach, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen Energie übrig für die nächste Folge. Und dann schauen wir mal beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt Call of Antia, werden wir ein bisschen leveln, um neue Dinge freizuschalten. Das Schloss kann ich mich wieder nur aufrüsten, wenn ich weiter abgeschlossen habe. 8-10 muss ich abschließen. Eieiei. Und ja, bis dahin, meine lieben Freunde. Haut rein. Ciao, ciao.